wollen heute über das Thema Übersterblichkeit sprechen und natürlich auch die Frage aller Fragen, wie könnte es zu so einer Übersterblichkeit kommen? Ja, Uwe Kranz, 91 bis 97 der Polizeipräsident des Landeskriminalamtes in Thüringen, 98 bis 2004 zu Europol, leitender Ministerialrat und nationaler Experte in Den Haag. Herr Kranz, Sie haben quasi auf staatlicher Ebene in Ihrem Bereich alles erreicht, was man eigentlich nur erreichen konnte, und beschäftigen sich seit einiger Zeit sehr, sehr intensiv mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, Impfungen, Impfschäden. Ja, das Ganze wollen wir jetzt heute mal besprechen. Die Situation hat sich ja im Volk maßgeblich geändert. Jetzt sind an sich gerade aktuell die Leute, die nicht geimpft sind, die aufatmen und an sich jetzt nicht mehr so diffamiert werden, sondern jetzt sind die fast schon froh und erleichtert über ihre Entscheidung, noch mehr als davor. Mhm. Und die, die wiederum sich geimpft haben, wenn man das jetzt anhand der Übersterblichkeit sieht, die wollen plötzlich gar nichts mehr wissen. Da wird es ganz still darum, so mein Eindruck. Das zeigt sich auch an der aktuellen Impfstatus. Mhm. Wir haben also Erstimpflinge sind ungefähr 78% in Deutschland. Zweitimpflinge sind 76% und dritte Boosterimpfung haben ungefähr 60%. Und das Ganze flacht extrem ab. Das sehen Sie hier an dieser Kurve. Mhm. Können Sie sehr schön erkennen, wie also das Erstimpfung, Zweitimpfung, Drittimpfung, Viertimpfung. Weil immer mehr Menschen sagen, also diesen Unsinn mache ich nicht mit. Ich habe mich impfen lassen, weil ich wollte in Ferien, ich wollte aus meinem Beruf nicht rausfliegen, ich wollte aus dem Sportverein nicht raus. Die Menschen wurden ja regelrecht erpresst, sich impfen zu lassen, haben sich dann in der Not die erste und die zweite Impfung geben lassen. Und haben aber jetzt die Nase so voll, das ist nicht wirksam, das schützt mich nicht, das schützt andere nicht. Es ist sogar hochgefährlich. Die greifen, weil sie jahrelang belogen worden sind von den Medien, von der Politik, von der Ärzteschaft, die alle gesagt haben durch die Bank, das Zeug ist sicher, das ist wirksam, lass dich ruhig impfen, das darf nicht hinterfragt werden und all solche Sprüche, die da vorgenommen. Das sagen Sie jetzt als ehemaliger Polizeipräsident von Thüringen, also Sie sind ja selber Staatsbediensteter gewesen und sagen, der Staat hat seine Bürger alle belogen. Ja. Wollen wir mal zum Thema wirklich spezifisch draufgehen und das Ganze mal aufbauen. Wie definiert man denn eigentlich Übersterblichkeit? Der Begriff ist festgelegt. Es ist ein demografischer Begriff. Der bezeichnet die erhöhte Sterberate im Vergleich zu bisher bekannten und üblicherweise zu erwartenden Sterbefällen. In Deutschland sind es ungefähr 2000 Menschen, die jedes Jahr normalerweise sterben. 2000 Menschen bei was? Der täglich verstorben, Entschuldigung. Täglich verstorben. Und es gibt die typischen Zeiten, Kriegszeiten, Pandemiezeiten, wie damals die Influenza, 1819, 2018, 2019. Es gibt die Kältewellen, die Hitzewellen, wie eben dargestellt. Und es gibt die Corona-Impfung. Das Statistische Bundesamt jetzt mittlerweile so formuliert und sagt, es gibt also eine Zeit vor der Pandemie und eine Zeit nach der Pandemie. Aber ich sage nicht, es gibt eine Zeit vor der Impfung und eine Zeit nach der Impfung. Welchen Grund könnte es geben, für staatliche Stellen so extrem spärlich mit Informationen umgehen jetzt? Spärlich? Wir geben 300 Millionen Euro aus, damit wir möglichst viele Informationen bekommen, aber pro Impfung. Ich meine, wohlgemerkt muss man sagen, von Anfang an einige auf die Straßen gegangen und das waren nicht nur die Schwobler, sondern diese ganzen Gerüchte und Verschwörungstheorien hat sich jetzt sehr vieles als wahr herausgestellt und vieles ist im Begriff, irgendwann sich als wahr herauszustellen. Es gab noch nie eine Zeit, in der so viele Verschwörungstheorien so wahr wurden wie in den letzten 2-3 Jahren. Professor Hockerts hatte schon im September 2020 den Leuten vorgerechnet, dass ungefähr 5% Impfschaden zu erwarten sind. 5% wären 4 Millionen Menschen, die von einer Impfung geschädigt würden. Mhm. Das sagt der Mann im September 2020 voraus. 0,1% ist sogar an tödlichen Schaden davon dran. Und hat darauf hingewiesen, dass also die ganzen Studien fehlen eigentlich. Die Karzinogenitätsstudie, die toxikologische Studie, die Studie bei Schwangeren, die Studien bei den Plazentatransfer, Muttermilch und ähnliches. Alles nicht getestet worden, ist alles in den Sack gehauen worden, zugunsten einer möglichst gut darstellbaren Impfagenda. Vielleicht auch hier anzuführend, es wurde ja immer so dieser Nimbus dargestellt, alle Experten sind sich einig. Ne? Das ist ja, haben wir bei der Klimadiskussion exakt das Gleiche. Und jeder, der eine andere Meinung hat, ist kein Experte, der ist nicht berufen dazu, irgendwas zu sagen. Und das sind am Ende dann auch alles wieder nur irre Rechtspopulisten. Und zigtausende von Ärzten, die Barrikaden gegangen.
und haben geschrieben. Das konnten sie alles nachlesen im Telegram. Aber nur in Telegram. In den alten Medien haben sie nichts gefunden. In den neuen Medien, in den kritischen Medien, da haben die sich überschlagen mit Studien, mit Ergebnissen von Forschungen, wurden erschlagen von der Flut der Informationen. Deswegen sage ich auch, es musste jedem klar gewesen sein, wer ja nicht komplett seine Augen verschlossen hat, Ohren zugemacht hat und in einer Traumwelt herumgewandert ist und sich gedacht hat, der Staat meint es gut mit einem. Es ging zu keinem Moment um Gesundheit. Ja. Das ist der Punkt. Das ist das Ergebnis eigentlich unserer ganzen Besprechung. Es ging jeder Sekunde des ganzen Geschehens, ging es darum, die Leute zu unterdrücken und gefügig zu machen. Sehr schönes Beispiel, dass das sogenannte Panikpapier, das damals gemacht worden ist, ausschließlich dafür, dass die Leute Angst bekommen sollen und deswegen sich impfen lassen. Ich erinnere an Angela Merkel, die damals sagte, wir können froh sein, wenn wir über den Winter kommen. Ja. Quasi, wenn die Leute sich nicht impfen lassen, dann wird es hier in Zukunft keine Menschen mehr geben. Ja, ich weiß auch. Und wenn Sie dann bedenken, dass man diese Aussage von Hogarth, einer von 100 ungefähr sterben wird, und das hat man sehenden Auges akzeptiert. Machen wir mal weiter hier. Ja, okay. Diese Todesursachen, die werden ja mit sogenannten ICD-Codes festgelegt. Todeseintritt innerhalb weniger als 24 Stunden. Neun Menschen bisher in der Vergangenheit. Bis 2020. Mhm. Und 2021 haben wir 512. Er sagt, der Anstieg bei den Todesfällen liegt bei mehr als dem 140-fachen. Das 140-fache. Ne? Das sind Zahlen, die sind abenteuerlich. Und jetzt haben wir zum 1.1.23 eine Übersichtskarte von Momo. Euromomo ist eine Organisation, die geschaffen worden ist, um die Übersterblichkeit in Europa zu erfassen und Maßnahmen dagegen zu steuern. Euromomo hat 3 Jahre lang geschwiegen zur Übersterblichkeit, die nachweislich in ganz Europa festgestellt werden kann. Warum haben wir diese Übersterblichkeit? Warum sind plötzlich so abrupte Änderungen in den gesamten Verläufen der Statistiken? Wer ist denn dafür zuständig? Das ist das RKI, das ist PEI, also RKI, Robert-Koch-Institut, das ist das Paul-Ehrlich-Institut und das ist Euromomo. Ne? Das sind die 4 europäischen Kernträger, die man so in Deutschland im Allgemeinen kennt. Diese Europakarte, die ist faszinierend. Wenn man sieht, in Osteuropa fast nichts, ne? Ganz wenige Übersterblichkeitsfällen, hier wird auch weniger geimpft. Und 22 haben Rumänien, Bulgarien und die Slowakei ganz, ganz niedrige Fallzahlen aufgewiesen. Was haben die Länder gemeinsam? Sie haben die niedrigsten Impfquoten. Kurz zusammenzufassen, Sie sagen hier, dass Rumänien, Bulgarien und Slowakei die niedrigsten Impfquoten in Europa haben und gleichzeitig auch die geringste Übersterblichkeit. So ist es. Das hängt aneinander fest. Das hängt miteinander zusammen. Wir haben also 78%. Schweden ist ja das berühmteste Beispiel, ist ja schon seit Jahren im Fokus der Kritiker und der bösen Schweden. Die werden noch merken, die werden ihre Leichen noch stapeln. Nichts. Genau, das hieß ja damals quasi, die werden alle sterben dort in Schweden. Und das ist also jetzt gerade ganz frisch, Januar 2023. 37,2%. Die über dem Schnitt liegen. Übersterblichkeit. Da muss doch einer sagen, halt, es muss doch irgendwo einen Grund haben. Ich behaupte ja nicht, dass jeder Tote eine Folge der Impfung ist. Mhm. Welchen Grund könnte es haben, dass man Untersuchungen hier bewusst auslässt, wo man doch eigentlich so daran interessiert ist, transparent zu sein? Ja, und ja. Leute, wenn ihr das einfach macht, auf dem Leichenschauschein einfach mal eintragen, wann ist der Mann geimpft worden, die Frau geimpft worden, wann ist er gestorben, welche Impfung hat er bekommen und in welchen Abständen ist er geimpft worden. Das wäre das Mindeste, was ich verlange, dass auf dem Totenschein sowas ausgewiesen wird. Das haben Sie aber auch Konsequenzen für die Leute, die möglicherweise diese Toten dann zu verursachen hätten und die sind wahrscheinlich wenig interessiert daran, dass solche Daten nach außen getragen werden. Ich gehe noch weiter und sage, welcher Geimpfte hat aktuell noch daran Interesse, weil viele Leute wollen nichts mehr wissen. Hier haben möglicherweise Menschen eine letale Entscheidung getroffen. Und die wollen jetzt alles, nur nicht mehr wissen, was jetzt hier Sache ist, um möglichst alles auszublenden, wegzuschauen und nicht. Ich habe Verständnis dafür, nur nicht bei den Politikern. Politiker haben eine Verantwortung. Nur nochmal die 7.240 pro Woche. Also die Gesamtzahl der Übersterblichkeit, 76.000 USA, 263.000 und weltweit reden wir von einer Übersterblichkeit von 5,5 Millionen. Ja. Die logische Folge wäre sofortige Aussetzung des Impfstoffes aufgrund der schwerwiegenden Schäden. Ist aber auch von den allgemeinen Medien, von den alten Medien nicht aufgenommen.
Wenn man dann bedenkt, dass der Herr Lauterbach jetzt gerade gestern noch einmal zu dem Thema Übersterblichkeit sich geäußert hat und gesagt hat, das muss mit dem Hitzetod zusammenhängen. Das ist atemberaubend, wie dieser Mensch die Realität verleugnet. Ich lese das gerade mal vor von Professor Karl Lauterbach. Die hohe Übersterblichkeit 2022 gibt Anlass für Veränderungen. Wir müssen ältere Menschen im Sommer besser vor dem Hitzetod schützen. Im Winter müssen die Kampagnen für die Grippeimpfung und die Corona-Impfung besser funktionieren. Was hatten wir im Sommer? Wir hatten 2,4 Grad mehr als der langjährige, 10-jährige Durchschnitt. 2,4 Grad. Und dann fallen die Menschen um wie die Mücken. Und die Massenimpfung und Corona-Maßnahmen, Wahnsinn. Das ist also, das war eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes. Und das belegt sehr deutlich, dass also seit 2020 die Übersterblichkeit stetig steigt, jedes Jahr. Steigt, alle Altersgruppen sind, ja. Und man sieht, dass 22 durchgängig höher war als 2020. Was braucht man denn noch, um zu sagen, halt, haltet ein? Es gibt dann noch eine zweite interessante, bei der amerikanischen Datenbank sind 576 Einträge, die Österreich betreffen. 576.000 Einträge? 576.000 Einträge und da sind 538 Todesfälle drunter. Da ist zu sehen, dass, wenn man das genauer anguckt, 10% der sind am selben Tag der Impfung geschehen und 26 am nächsten Tag. Der ersten Stunde bis zum dritten Tag sind über 22% gestorben. Mhm. Das ist doch alarmierend. Da stimmt was nicht, wenn ich kurz nach der Impfung sofort umfalle und wenn ich dann noch, das ist die Perfidie, die ersten 14 Tage wird ja in Deutschland nicht gezählt als geimpft. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, die ersten 14 Tage werden nicht gezählt. In Deutschland. Aber zu was nicht dazu gezählt? Sie ja, ab dem 15. Tag dann, sterben dann, quasi, ja, dann kommen dann Sie in die Statistik erst rein. Ja. Das ist faszinierend. Es ist faszinierend, was da gemacht wird. Und dann kommt das Zweite, die sogenannte Hot Batches. Es gibt bestimmte Chargen. In Vers werden alle Chargen gezählt. Da gibt es insgesamt 13.620 verschiedene Impfchargen, verschiedene Stoffe. Mhm. Es gibt 13.600 verschiedene Impfchargen und drei davon sind hochtödlich. Chargen, die sind aufgelistet in der Vers-Datei. Ich sage, hallo, das sind bedenklich, denn da eine ganze Reihe von Hot Batches, das sind Sterbefälle, die unmittelbar auf diese drei verschiedenen Chargen zielen. Es gibt ja da auch Videoaufnahmen von Impfzentren, beispielsweise aus dem asiatischen Raum, ist einer vor ihren Augen zusammengebrochen, ja, ja. Und anstatt das sagen, nicht mit mir, stehen da, sehen, da fällt ja, einer um, ja. Der kollabiert quasi und jetzt der nächste und zack. Sehr schön sehen Sie es in Malaysia zum Beispiel, in dieser Grafik. Da macht es ruhig von dem Moment an, wo die Impfung einsetzt, ne, explodieren die Zahlen der Toten. Also wir haben hier in Blau Todesfälle. Ja. So, und dann haben wir hier ab der Linie beginnt die Massenimpfung. Das ist der 10. März 2021. Ja. Sondern hat man hier kurzfristig noch gleichbleibende Zahlen? Ja. Das kann ich Ihnen fast für jedes Land zeigen. Das kann ich Ihnen zeigen für Amerika mit den US-Millennials 84%, in Kanada 36%, in Alberta, in British Columbia. Nochmal, Sie haben gesagt gerade 84%. Im vierten Quartal. Im vierten Quartal. Das sind ja noch deutlich stärkere Zahlen das sind als bei uns. Ja, das sind aber genau die jüngeren Jahrgänge, das sind die Millennials, das sind die 25- bis 44-Jährige. Bei denen kracht es als nächstes. Der Einzige, der sich freut, das sind die Bestatter. Zitat, auch die Zahl der Gestorbenen im Dezember 2022 mit mehr als 110.000 Fällen geht über das Maß von Grippewellen bekannte Ausmaß hinaus. Mhm. Und die Bestatter, es gab ganz früh schon im Jahr 21, Ende 21, einen Bestatter namens John O'Looney aus England, der als erster darüber berichtet hat, dass er nicht mehr nachkommt mit den Beerdigungen. Dass er Hochkonjunktur hat. Und jetzt gibt es ein Bildinterview, wo einer sagt, wir haben 50-100% mehr zu tun als die Jahre zuvor. In Neuseeland berichten aber 95% der Klienten, die reinbekommen, seien innerhalb von 2 Wochen schon vorher gestorben, nach der Impfung. 2 Wochen Impfung, 2 Wochen tot. Weil die Lebensversicherungsbeträge ausgezahlt werden müssen. Die sind ausgezahlt. Die haben es bei einem Anstieg der Todesfälle um 50.000. 50.000 seit Oktober 2022, sagen die Medien in Niederlande. Könnte es eine andere Möglichkeit geben, wenn wir mal ganz kreativ werden? Welche Möglichkeiten gäbe es außer der Impfung, dass solche Zahlen hier irgendwie erklärbar wären? Wie gesagt, die Regierung versteckt sich hinter der Hitzewelle und der Kältewelle. Sie erwähnen auch, das ist das dritte Argument, dass die Alten ja immer älter werden. Dem ist aber auch nachgegangen worden in einer Studie, die ich gelesen habe,
Das trägt allenfalls zu 20% der Steigerungen. Das bedeutet, selbst wenn ich diese alle Argumente wegnehme, haben wir immer noch eine extreme Zunahme der Übersterblichkeit. Die ist so extrem, dass die Politik dagegen was unternehmen muss. Und nicht sich verschanzen hinter der, so haben wir es einmal entschieden, jetzt bleiben wir dabei. Das ist der Fanatismus des Herrn Lauterbach, der einfach nur geradeaus geht, weil er in seiner Einbahnstraße nicht mehr wenden kann. Ja, okay, dann möchte ich mich da mal ganz herzlich bedanken. Ich würde sagen, das Thema Nebenwirkungen besprechen wir dann gleich mal im nächsten Interview. Wenn Sie selbst